Sams? Sams. Papa? Bist du schon wieder aus unserem Fenster auf Rotkohls Balkon geglitten? Ist die Rotkohl auch ein Drachen? Gibt es trotzdem was zu lachen? So? Was denn? Ein Sams darf doch normalerweise nur eine Woche bei seinen Menschen bleiben, oder? Ja. Und? Und? Weißt du noch, wieso ich bei dir bleiben kann? Ich meine, trotzdem und für immer. Na klar. Das habe ich mir doch gewünscht. Mit deinem letzten Wunschpunkt. Genau. Unser Sams, das wir kennen, hat noch einen Wunschpunkt hinter dem linken Ohr, was Herr Taschenbier gar nicht so genau weiß. Und nachdem er sich wieder mal ärgert über Frau Rotkohl, die über seinen Sams so schimpft, sagt er unvorsichtigerweise, oh, ich wünsche, Sie hätten auch mal einen Sams. Dann würden Sie schon sehen, wie schwierig es manchmal ist mit dem Sams. Was dazu führt, dass nun Frau Rotkohl auch einen Sams hat. Und nachdem der Sams vom schüchternen Herrn Taschenbier so frech und anarchistisch ist, muss natürlich von der resoluten Frau Rotkohl ihr Sams ganz zart und fein sein und immer höflich. Es mag keine Würstchen, es ist Vegetarier. Magst du etwa keine Würstchen? Bäh. Was isst du dann? Frissen Salat und grünen Spinat vom Kürbis. Die Kerne mag ich sehr gerne. Bäh. Gemüse? Dann magst du bestimmt auch die Rotkohl. Rotkohl. So, also darf ich bei dir bleiben? Und du lässt mich auch nicht verhungern? Nein. Danke, Mama. Du bist die über-über-allerbeste. Viele älteren Geschwister werden die Situation kennen. Der Sams war gewissermaßen der Prinz, das vielgeliebte Sams vom Herrn Taschenbier. Und plötzlich kommt da ein neues, kleineres Sams, was so niedlich ist und keine Würstchen klaut und nicht so frech. Und alle sagen, ach, ist das niedlich, ist das nett. Und der Sams wird immer saurer auf dieses neue Sams. Ich weiß gar nicht, warum du so eifersüchtig bist. Die eine Woche wirst du doch mit dem anderen Sams aushalten. Wieso nur eine Woche? Das weißt du doch am besten. Ein Sams kommt am Samstag und muss am nächsten Samstag wieder gehen. Aber Papa, heute ist Sonntag. Und ein Sams, das am Sonntag kommt, darf so lange bleiben, wie es will. Samsregel 412. So. So, nun ist die Klappe zu. Im Finstern hier, das Amt ist nicht mehr lieb zu mir. Nur ich gehör zu Taschenbier, egal ob du viel süßer bist. Bis jetzt war es ja so, dass die Sams-Theaterstücke eigentlich alle basierten auf einem Buch, was es schon gab. Dieses Jahr haben wir uns Christian Schiedlowski und ich zusammen ausgedacht. Das dürfen Sie nicht. Wenn die Kinder das Buch schon kennen, dann erwarten sie, dass auch das Stück dem Buch folgt. Man kann kaum noch Variationen machen. Also wenn man das Stück so gewissermaßen aus dem Stegreich erfindet und bei uns geht das so wie Ping-Pong-Bälle hin und her, Christian hat eine Idee, ich habe eine zweite, setze sie drauf, der sagt, und dann könnten wir das noch machen, dann macht das ganz großen Spaß und man kann wirklich so aus dem Vollen schöpfen. Papa, was machst du jetzt? Packen. Wir müssen ausziehen. Was hab ich bloß gemacht? Was hab ich bloß gedacht? Was hast du bloß gemacht? Was hab ich bloß gedacht? Es geht ja um Wunscherfüllung. Jedes Kind hat irgendwelche Wünsche und die Vorstellung, man hat jetzt einen Sams mit blauen Wunschpunkten im Gesicht und da muss man nur sagen, ich wünsche und dann wird der Wunsch wahr. Das ist toll für die Kinder. Weil dein Papa heute Geburtstag hat, fressen wir mit Kuchen uns nun satt. Und mit jedem Tortenstück wünschen wir dir ganz viel Glück. Ja, das wünschen wir.